Als nächstes stellt sich Herr Pretzell vor und ich bitte schon einmal Martin Renner nach vorn, weil er der Nächste in der Reihe ist. Meine Damen und Herren, Markus Pretzell, Landesverband Nordrhein-Westfalen. Mein Vorredner hat heute Mut bewiesen. Er tritt bereits das zweite Mal gegen mich an. Ich mag Menschen mit Mut. Herr Henkel, Sie haben in einem Interview Anfang Februar gesagt, die AfD sei euroskeptisch, aber wir sind nicht EU-skeptisch. Nun, meine Damen und Herren, ich bin schon immer euroskeptisch, schon bei der Einführung des Euro. Und inzwischen bin ich auch EU-skeptisch. Dafür stehe ich politisch für diese Partei. Herr Henkel, Sie haben weiter gesagt, und ich zitiere, also wir sind selbstverständlich für die Aufnahme der Ukraine in die Europäische Union. Auch da sage ich Ihnen, ich bin gegen die Aufnahme der Ukraine in die Europäische Union, und zwar für die mindestens nächsten 30 Jahre. Ich zitiere weiter. Die zweite Alternative ist, dass wir alle zurück zu unseren eigenen alten Währungen gehen. Das wäre möglich. Das geht aber. Ich bin auch dafür nicht, weil es sicherlich zu einer Renationalisierung auf anderen Gebieten kommen könnte. Wir alle wissen, wenn wir diese Möglichkeit der Rückkehr zu nationalen Währungen ausschließen, dann wird es keine Reform des Euro geben. Dann werden wir in diesem Euro gefangen bleiben. Und dann schlagen wir uns die einzige Chance aus der Hand, diese Eurokratie zu beenden. Danke, Herr Pretzell. Meine Damen und Herren, Herr Pretzell, diese Partei hat eine Vergangenheit, aber eine große Zukunft, und ich würde gerne ein Teil davon sein und bedanke mich für Ihre Unterstützung. Herzlichen Dank. Herr Renner, ich bitte Sie um Benennung der Fragesteller, so es Fragen gibt, aber ich sehe mehrere Personen an dem Mikrofon. Der Herr im weißen Hemd am vorderen Mikrofon, Herr Renner, ja? Ja, Herr Pretzell, wir haben jetzt eine sehr laute Vorstellung gehört. Sie haben auch anscheinend eine gut vorbereitete Vorstellung gemacht. Mein Name ist Tilman Mattea vom Landesverband Bayern. Ich habe eine Frage, die garantiert nicht als gefällige Vorlage gelten soll, damit Sie weiter Programm machen können, sondern es geht eher um die persönliche Motivation. Wir haben alle anscheinend auch gut vorbereitet diese Flugblätter hier erhalten, wo Sie zu einer Veranstaltung einladen mit dem UKIP-Vorsitzenden Nigel Farage. Und da frage ich mich, doch besonders aufgrund der Worte von Frau Petri, die ein vertrauensvolles Verhältnis im Vorstand ja möchte, was wir, denke ich, alle möchten. Was soll diese Provokation? Sie kennen die Position von dem Bundesvorstand zu Vorabpositionierungen mit anderen Parteien aus dem Ausland. Was soll das? Warum machen Sie vor Ihrer Kandidatur so eine Werbung, wenn Sie doch eigentlich ein harmonisches Verhältnis im zukünftigen Bundesvorstand anstreben? Ich danke für diese Frage. Nicht, dass das jetzt in den Ruch einer Gefälligkeitsfrage kommt. Also nicht ich bin Veranstalter dieser Geschichte in Köln am nächsten Donnerstag, sondern die Junge Alternative in Nordrhein-Westfalen. Die Junge Alternative in Nordrhein-Westfalen hat mich gebeten, zu dieser Veranstaltung dazuzukommen. Und ich werde das selbstverständlich tun. Ich werde mit Nigel Farage sprechen. Ich werde mit ihm diskutieren. Ich habe dazu eine Pressemitteilung veröffentlicht, die sich durchaus nicht wie eine Umarmung liest, wenn Sie die gelesen haben. Und ich würde auch mit einem italienischen Kommunisten, mit einem französischen Sozialisten, mit einem spanischen Konservativen oder mit einem skandinavischen Grünen debattieren. Und ich werde insbesondere auch sehr gerne mit einem kritischen Geist wie Nigel Farage diskutieren, und Sie können mir eins glauben, er kommt mir nicht mit der Umarmung davon. Wir als AfD sind programmatisch deutlich weiter und tiefer gehend, als die UKIP es jemals sein wird. Jetzt schon. Gibt es eine zweite Frage? Herr Renner? Es gibt mehrere, Bernd Lucke meldet sich, es stehen mehrere Leute an dem Mikrofon. Herr Pretzell, ich hätte die Frage.
Sie haben gegen den Bundesvorstand vor dem Bundesschiedsgericht geklagt, wegen der Finanzverteilung der Mittel im Jahre 2013. Sie haben das getan, ohne jemals Rücksprache mit mir zu nehmen über die von Ihnen wahrgenommenen Probleme. Aus welchem Grunde haben Sie mich nicht einfach mal angerufen oder eine E-Mail geschrieben, um zu versuchen, solche Probleme zu besprechen, bevor man ein Schiedsgerichtsverfahren anstrengt? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Herr Renner Sie jetzt ausgewählt hat als Fragesteller, aber ich will Sie trotzdem sehr gerne beantworten. Herr Lucke, es ist nicht ganz richtig, dass ich Sie nicht angeschrieben hätte, sondern ich hatte Ihnen eine Mail geschrieben, die haben Sie mir beantwortet, und zwar etwa nach 10 Tagen. Das war, und ich will das hier ganz kurz darstellen, nicht meine Idee, sondern es handelt sich um eine Klage des Bezirksvorstandes, des Bezirksverbandes Detmold auf Grundlage einer einstimmigen Vorstandsentscheidung und weitergehend eine Klage des Landesvorstandes Nordrhein-Westfalen auf Veranlassung damals noch von Herrn Dilger, auch dort eine einstimmige Entscheidung des Landesvorstandes. Und ich hatte Ihnen bereits im Juni eine E-Mail geschrieben. Da stand im Übrigen auch das drin, was wir dann heute hier lange debattiert haben, auch zu den personellen Dingen. Ich möchte das jetzt nicht weiter ausführen. Sie hatten mir auf diese Mail dann nicht mehr geantwortet. Es ging mir damals um die Ordnung der Finanzen. Es ging mir nicht um die Verteilung des Geldes, darum, dass Nordrhein-Westfalen oder mein Bezirk 10.000, 50.000 Euro mehr bekommt, sondern es ging mir schlicht darum, dass wir die Ordnung, die wir haben, die Satzung, die wir haben, dass wir diese Satzung beachten und dass wir damit uns überhaupt in die Lage versetzen, einen ordnungsgemäßen Rechenschaftsbericht zu fertigen und dass wir alle Schatzmeister damit aus der Haftung nehmen für den Zustand, der hier bis zum heutigen Beschluss, den wir alle zusammen zum Glück gefasst haben, bestanden hat. Es hat auf Grundlage dieser Unsicherheit diverse Rücktritte von Schatzmeistern gegeben und ich freue mich, dass dieser Zustand heute beendet worden ist. Danke. Danke schön, Herr Pretzell.